Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Schön. 9 Leutnants muss ich erledigen, aber bevor ich das alles mache... erstmal Aussichtspunkte. Es gibt 9 Stück. Sprintsprung. Auf das Sprungbrett sprinten, um es zu nutzen. Zum Sprinten... Ja, okay. Das kenne ich ja. 14.000 schon wieder. Alter Schwede, das geht aber auch ruckzuck hier. So. Kann ich vielleicht gleich von hier oben einen Leutnant zumindest... Einmal mache ich das kurz, um zu sehen, was das ist. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen. Oh, guck mal, der da vorne hat einen Schnauzer. Erzfeind, den Söldner eliminieren, der den Pancho Vecchio. So, Wurfmesser. So, den hätten wir. Ich würde sagen, ich schleiche mich von hinten ran. An seinen Kopf praktisch. Savonarola will nur das Beste für euch. Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ein Volk vereint im Glauben. Alle Menschen sind gleich in den Augen des Herrn. Wo ist denn der Redner? Du darfst nicht hier oben sein. Bin ich nicht. Bin weg. Das ist die Gelegenheit, ein neues... Ich nutze einfach mal Geld. Unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen, euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf abzulehnen, sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Nicht, dass ich nicht drohen will. Zack! Nummer 1 ist erledigt. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Nummer 1 ist erledigt. Bleiben nur noch... Gott weiß wie viele. Alter, das ist mir zu nervig mit den Bogenschützen. Hopp! Alter, in den Händen Pfeile drin stecken und so. Alter Schwede, okay. Bam! Nummer 1 ist erledigt. Nein. Wow. Alter. Alter, wie die mir auf den Sack gehen hier. Verrecke, du kleiner Sack. So. Alter! Alter! Was soll denn das? Wieso? Bam. So. Zack. Und... Ich liebe das. In den Fuß auch nicht schlecht. So, komm. Mit der Axt kann man nämlich den das in den Schädel hauen. Bam, mit dem dicken Schwert ausgekontert. Wow.
Okay, weißer Bildschirm. Schade, dass man das nicht noch gesehen hat. Okay. Muss ich jetzt etwa alle hintereinander erledigen? Nein, gut. Ich habe noch etwas mehr Zeit dafür. Deswegen geht es jetzt erstmal daran, alle Aussichtspunkte zu besichtigen. Status incognito. Die Kämpfe gehen nicht gerade nichts an. Da halte ich mich mal raus, bis ich alle Aussichtspunkte habe und so weiter und so fort. Dann mische ich noch ein bisschen mit. Ich will erstmal wissen, wie... Ja, 7 Stück müsste es hier geben. Denn 7 Stück fehlen ja insgesamt noch. Okay, das brachte nichts. Hier. Hopp, 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 hopp. Ja, gut, wenn das alles solche Türme sind, dann geht das ja ruckzuck da hoch. Werden wir aber sehen. 6 Stück dürften jetzt noch übrig sein. Die will ich natürlich alle haben. So, die Karte ist aktualisiert. Ja, sind alle hier im Bereich in der Nähe. Ja, ja, ich würde sagen, nächster Turm. Oh, verpiss dich. Sprintsprung, ach was. Weißt du, das sagen die mir jetzt. Ich sehe nicht mehr, ich bin doof. Oh, die sehen das aber echt viel zu streng mit den Dächern. Okay, das fand ich jetzt ziemlich frech. So ein mieser kleiner Hurensohn, ey. Schießt er mich da runter? Was ist denn das für ein kleiner schwanzlutschender Arschwichser? Ich überspringe das Laden. Bis gleich. So, eben in der Ladeunterbrechung nochmal schön darüber aufgeregt. Wie kann diese kleine Drecksratte es wagen? So, bei dem Schmied da gucke ich gleich nochmal vorbei. Weil neues Gebiet und so. Vielleicht habe ich ja hier dann die Chance, mir das letzte Schwert und so zu holen. Das wäre geil. Ja, ich bin vom Affen gebissen. Tollwut und so habe ich. So, wenn ich schon hier bin. Hopp, hopp, hopp. Oh, Egel, geil. So, hoch mit dir, Ezio. Will das hier schnell hinter mich bringen. Also, dass das doch noch so viel ist nach dem Kampf gegen Rodrigo Borgia. Okay. Auch nicht schlecht. Okay. Dass das noch so viel ist nach dem Kampf gegen Rodrigo Borgia. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, dass es danach schon sehr bald auf ein Ende zuläuft. Es quasi nur noch... Na... das nach Forli bringen und so und dass das dann aufs Ende zuläuft. Offenbar nicht. Finde ich geil. Hier gibt es immer noch keine neuen Wurfmesser. Dann würde ich sagen, kann ich hier gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay, was war dieses Geflacker? Was sollte das? Das gefällt mir nicht. Oh, bitte halt dein Maul. Die regen mich so auf, diese Musikanten. Oh. Palazzo Pitti. Alter, Ezio! Oh, geht doch. Alter! Alter, du kleine, miese, arschkriechende Hurenratte! Ja, yeah, so muss er sterben.
Ich weiß, ich bin etwas suchti in der Hinsicht vielleicht. Hm? Ist das das richtige Wort? So, synchronisieren wir eine Runde. Dann habe ich hier das Gebiet aufgedeckt, dann kann ich gleich genau gucken, wo ich am besten lang gehe. Um zu meinem Ziel zu gelangen. Ach, der ist unten. Gemeine und materielle ab. Sucht euer Heil in den Flammen. Ach, die machen wieder Buchverbrennung, das kennen wir doch schon. Verblendeten Künstler, ja. Wo ist der denn? Oh mein Gott. Jawohl, weiter erwischt. Hm. Wie komme ich da rüber? So wahrscheinlich nicht. Hopp. Knallen wir ihn ab. Es schien rechtschaffen zu sein. Eine Form des Gebets. Oh, ich bin weg. Er auch. Scheiße. Ah, dafür habe ich jetzt keine Zeit, Jungs. Alter, schieb ab! Hast eine ganz tolle Helbarde. Mal schauen, wie sie dir in deinem Arsch schmeckt. Ja, darauf steht er wahrscheinlich auch noch. Oh. Ah, ich hab dich, Junge, ich hab dich! Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Ja, irgendwie tat mir der ein bisschen leid. Nur ein bisschen. Alter, wie viele sind hier? Heftige Lage. Hopp. Ach so. Oh, cool. Easy. Muss ich einfach nur hier durchlaufen. Was ist denn das da mit dem Zottelbart für einer auf dem Bild da gerade? Wenn das jemand weiß, schreibt es. Habe ich den schon mal gesehen? Hm, ja, ich wollte dich gerade noch abstechen. Was soll dieses Flackern immer? Ah, da. Oh, abgemault, was? Scheiße sowas, was? Bam! Alter, beim Aufstehen, was ist das hier für eine Art? Das ist doch unfair. Okay, ich bin auch nicht gerade fair. Ich bin einfach nur viel zu gut. Ach, leckt mir die Klöten. Ja, so sieht's aus. Ach, zum restlichen Pöbel, da fällst du gleich runter. Hoffentlich fressen dich die Ratten oder so. Spasti. Hui! Hopp, hopp, hopp. Was treibt einen dazu, sich so aufzuführen? Was geht mich das wohl, dieses Idioten? Was geht Ihnen das Wohl von mich an? Ihm? Mein Wohl. So klingt's besser. Nicht ganz so rückständig. Und idiotisch. Ja, ich glaube, nur noch zwei fehlen danach. Hui!
Arrivederci, auf Wiedersehen.